Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Fröhliche Weihnachten, Leute. Heute ist Heiligabend und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Schminki zeigen. Und zwar zeige ich euch erstaunliche Produkte aus dem Jahr 2023 in meinem Gesicht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Jahr hat mich bislang sehr überrascht in vielerlei Hinsicht. Es war irgendwie jeder Tag wie kein anderer. Nicht nur der Kanal-Hack, sondern auch viele Produkte, die auf den Markt gekommen sind, haben so ein bisschen alles so ein bisschen verändert, muss ich sagen. Und das finde ich sehr cool. Also in dem hart umkämpften Make-up-Markt ist es gar nicht so leicht, Produkte zu platzieren, die mich in irgendeiner Art und Weise wirklich überraschen. Und diese Produkte oder diese Marken haben es wirklich geschafft. Etwas, was vielleicht auch sehr überraschend sein könnte, läuft, ist, dass ich ein Gedichtband rausgebracht habe. Vergangene Verse, jetzt im Pelletier Verlag zum Vorbestellen verfügbar. Schaut gerne meine Infobox vorbei, da habe ich euch den Link reingesetzt. Und ich starte einfach mal mit etwas, was ich sehr interessant fand. Und zwar hat Riva Loves Mia eine neue Kollektion rausgebracht, beziehungsweise ein Sortimentsupdate. Und da habe ich hier den Primer Glow and Shine, was ich hier sehr bemerkenswert finde und auch einfach, was ich halt auch so ein Stück weit durch die ganze Geschichte mit durchziehen kann jetzt heute, ist, dass wir hier immer mehr in Make-up auch Inhaltsstoffe finden, die nicht nur Inhaltsstoffe, sondern auch Wirkstoffe sind. Das heißt, du bekommst mit den Produkten nicht nur einen gewissen Effekt, einen optischen Effekt aufs Gesicht, sondern die Produkte pflegen auch noch gleichzeitig. Hier haben wir Panthenol und Mandelöl mit drin und auch so ganz, ganz leichten Glow, was ich persönlich immer sehr schön finde. Man sieht auf jeden Fall direkt, dass die Haut genährt wird, dass sie auch einen Glow bekommt und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm und deswegen fand ich das klasse, dass sie den mit in das Sortiment aufgenommen haben. Als nächstes hat mich Typology sehr überrascht, weil von Typology hatte ich mir tatsächlich auch schon letztes Jahr oder Anfang des Jahres Produkte gekauft, unter anderem diese beiden Schätzeleins und da hatte Melli, die liebe Mello Flori, nämlich die Produkte mal gezeigt und ich habe gesehen, wie wunderschön sie auf ihrer Haut aussahen. Hier haben wir auch das Krasse, dass wir im Prinzip hier Pflegeprodukte haben, die eine getönte Wirkung mit dabei bekommen haben. Das heißt, im Prinzip ist das hier Hautpflege. Und Typology hat auch bei sich Hautpflege im Sortiment und hier in diesem Video darf ich auch wieder einen Link anbieten, wo ihr ab 45 Euro Bestellwert auch ein Goodie dazu bekommt, was ich richtig cool finde. Typology ist eine französische Marke und hier haben wir 100% französische und vegane Texturen und ich starte hier einfach mal mit dem getönten Serum. Und Typology ist halt auch eine ganz interessante Marke, weil die haben die längste Inhaltsstoff-Blacklist auf dem Markt. Also das finde ich auch immer sehr schön, dass du nicht nur den optischen Effekt hast, dadurch, dass du ja Make-up aufträgst, ne, sondern dass du auch diese Pflegewirkung mitbekommst. Und hier sind die Wirkstoffe Vitamin C, was den Glow schenkt, und Aloe Vera, was Feuchtigkeit gibt. Die Haut sieht dadurch wirklich leicht perfektioniert aus, aber nicht irgendwie so zugekleistert. Und wenn du noch nicht so richtig weißt, wie deine Haut so tickt und was du so brauchst, da haben die eine intern entwickelte Hautdiagnostik, die ich sehr, sehr cool finde, wo du genau zum richtigen Produkt nachher auch geführt wirst, ne? Oder zu den richtigen Produkten. Als nächstes verwende ich hier den Concealer. Den habe ich natürlich auch in der hellsten Farbe. Und da haben wir auch ein natürliches Finish, aber eine sehr hohe Deckkraft, was ganz cool ist, weil dadurch kann ich hier so meine Mr. Fred Ausflugsfamilie abdecken, die so ein bisschen am Start ist aufgrund von Hormonen. Und hier haben wir als Wirkstoffe die Niacinamide drin, die ja so ein bisschen, ja, flawless skinmäßig unterwegs sind. Also die reduzieren halt die Rötung und das Koffein, was die Schwellung reduziert. Das ist vor allem unter den Augen halt echt ein Traum. Und ich finde es halt cool, dass dadurch, dass die Blacklist so lang ist, die die halt haben, halt die höchste Konzentration an natürlich aktiven Wirkstoffen, gegeben werden kann. Und halt nur das dann quasi auf die Haut kommt, was drauf gehört. Und das finde ich sehr lobenswert. Und das ist auch etwas meiner Meinung nach, was 2023 echt intensiv auf dem Make-up-Markt auch zu finden war, dass die Firmen sich halt mehr, Gott sei Dank, mit den Inhaltsstoffen in ihren Produkten halt beschäftigt haben. Typology war da wirklich einer der Vorreiter schlechthin oder ist es nach wie vor. Und man sieht einfach, was man mit guten Produkten machen kann. Und das sieht man jetzt hier auf meinem Gesicht. Also ich finde, dass ich eine schöne Deckkraft habe. Es ist nicht zugekleistert. Wenn ich mir das auch näher angucke, sieht alles so ebenmäßig und irgendwie, es sieht harmonisch aus und das mag ich einfach super gerne. Also wenn ihr möchtet, schaut gerne bei Typology vorbei. Ich habe euch den Link in die Infobox reingesetzt und dort bekommt ihr dann auch, wenn ihr für 45 Euro dort etwas bestellt, das Gratis-Produkt mit on top. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Typology. Das war ziemlich funny, dass die mich gefunden haben und wir dann halt die Kooperation gemacht haben. Weil ich halt, wie gesagt, schon vorher Kunde dort war und mir Produkte bestellt hatte. Und wenn daraus eine Kooperation entsteht, ist das für mich halt immer irgendwie das Coolste, weil
dann passt es halt auch irgendwie, ne? Ich verwende jetzt eine Eyeshadow Base. Wenn ihr den Adventskalender von Essence aus 2022 hattet, dann habt ihr diese Eyeshadow Base. Ich habe wirklich geschaut, ob ich eine andere irgendwie in meinem Portfolio habe, die ich euch repräsentativ anders zeigen kann. Aber ich habe keine gefunden, die an diese herankommt. Also die habe ich auch in meinem Project Pen drin und die hat mich sehr positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, als ich das Unboxing gemacht hatte, ob ich da auch so begeistert von war. Auf jeden Fall bin ich dieses Jahr wirklich immer wieder zu diesem Schätzelein zurückgekommen. Das deckt leicht ab, verhindert, dass der Lidschatten irgendwie verrutscht oder so, der bleibt Ewigkeiten bei mir an Ort und Stelle und das fand ich einfach bemerkenswert. Auch ein Produkt, was ich hier habe, ist der Liquid Bronze von Nee. Auch das ein Produkt aus meinem Project Pen. Ihr bekommt Nee bei Dalton. Das ist eine Make-up-Marke, die es dort halt auch zu kaufen gibt. Und hier habe ich die hellste Farbe. Also ein ganz, ganz, ganz toller Liquid Bronzer, den ich aber eher so als Contouring-Produkt verwende. Das heißt, ich gebe mir so ein bisschen was auf meinen Handrücken und trage das dann erstmal hier so auf, wo ich auch konturieren möchte, weil der hat einen leicht aschigen Unterton. Und was mich halt auch dieses Jahr wirklich beeindruckt hat, ist, dass ich diese Textur so gut fand. Also ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen vorher gewesen, dass ich einen großen Bogen um flüssige oder cremige Texturen gemacht habe, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mittlerweile, dadurch, dass ich eben auch 34 Jahre alt bin, es sehr gut gebrauchen kann, wenn solche Texturen meinem Gesicht eher schmeicheln und durch meine trockene Haut kann ich sowas auch sehr, sehr gut gebrauchen. Sicherlich werde ich auch im nächsten Jahr wieder Dalton Coats haben, also setzt ihn euch gerne mal auf die Wishlist, probiert ihn gerne mal aus. Der ist nicht super günstig, aber der hält euch auch Ewigkeiten. Also das hat mich auch tatsächlich erstaunt dieses Jahr, wie lange dieses Produkt bei mir jetzt schon in Anwendung ist, in Daueranwendung, ne? Und trotzdem noch so viel drin ist. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich habe hier noch ein paar mehr Produkte aus meinem Project Pen, weil das sind einfach Sachen gewesen, die ich ins Projekt mit reingenommen habe, weil ich dachte, boah, nee, da hast du eigentlich gar nicht so viel Bock, die zu verwenden. Aber im Laufe des Projekts hat sich herausgestellt, dass ich da richtig Bock drauf hatte. Zum Beispiel hier von Ilia, das ist so ein Blushstick. Habe ich in der Farbe Cheek to Cheek und den habe ich schon fast aufgebraucht. Also da ist nicht mehr viel dran. Und das hat mich so überrascht, dass ich den so gut fand, dass ich den unbedingt mit in dieses Video nehmen muss. Also gar keine Frage. Und auch dieser Blush verträgt sich mit fast allen Foundations und lässt sich toll ausblenden und hat einen ganz, ganz tollen Terrakotta-Ton. Und für mich ist es so, dass ich auch mittlerweile super gerne sowohl cremige als auch später pudrige Texturen verwende in Kombination, weil dadurch das Make-up viel, viel länger hält und alles irgendwie auch harmonischer aussieht. Es sieht irgendwie so, weiß ich nicht, natürlicher aus in Anführungsstrichen, ne? Deswegen darf halt auch diese Highlighter nicht fehlen. Das ist der Dolce Diva. Das ist leider eine Limited Edition gewesen. Den gibt es so nicht mehr. Und ja, auch das ist ein Produkt, was ich in meinem Projekt mit aufgenommen habe, wobei ich da wusste, dass ich ihn gut finde. Aber ich war halt auch für mich persönlich sehr neugierig, wie lange ich brauche, um sowas aufzubrauchen. Spoiler, sehr lange. Also da ist immer noch gut was drin und der gibt halt einen wunderschönen Glow from below. Und mein Gesicht fühlt sich jetzt auch einfach super genährt und das ist halt das, was ich jetzt auch dieses Jahr sehr zu schätzen gelernt habe. Cremige Texturen verwenden, das Ganze wirklich gut mit der Haut sich verbinden lassen, aufeinander abgestimmt das Ganze zu haben und dann natürlich mit pudrigen Texturen das Ganze noch etwas mehr herausholen, aber das fühlt sich einfach gut an, ne? Etwas, was dieses Jahr, glaube ich, voll abgegangen sind, rosa Puder, Alto Belly. Was ging da für eine Party ab? Denissa Myricks hat hier mit dem Evolution Powder auch etwas Wundervolles auf den Markt gebracht. Habe ich hier in der Farbe Pink und das sind meistens so Puder, die halt so ein Netz hier mit drin haben. Da verwende ich jetzt hier so ein Puffelding. Und auch das ist eine Technik, die ich dieses Jahr so für mich entdeckt habe. Einfach mit dem Puffelding dann so reingehen, das aufladen, ein bisschen Produkt dran haben, das in die Handinnenfläche einarbeiten, damit da nicht zu viel drauf kommt. Also vor allem, wenn ich so den ersten Swipe mache. Und dann gebe ich mir das erstmal leicht unter das Auge und auch auf mein Augenlid drauf. Und habe direkt so einen wunderschönen Weichzeichner-Effekt. Also man sieht's, ne? Und das verhindert halt enorm, dass der Concealer creased. Bei mir creased natürlich jeder Concealer, was klar ist, weil ich Falten unter meinen Augen habe oder um meine Augen drumherum, ne? Das ist einfach aus rein biologischen Gründen der Fall. Und ja, man kann halt einfach machen, dass man das Produkt, was man sich aufträgt, entsprechend settet, damit das alles
weitestgehend verhindert werden kann. Und ich finde, so sieht es alles auch immer sehr schön und sehr frisch aus. Und dieses rosa Puder verwende ich dann am liebsten auch wirklich, wie gesagt, unter den Augen und auf den Augen, aber auch dort, wo irgendwie so kleine Problemzonen sich entwickeln könnten, wie hier an der Nase oder auch, und das ist auch so eine ganz wichtige Kiste, dort, wo ich den Concealer aufgetragen habe, damit halt dort die Rötungen zum Beispiel etwas besser optisch verschwinden können. Weil klar, wenn ich da jetzt irgendwie den Glanz von dem Produkt, dass er durchkäme hier zum Beispiel, ne, dann hast du die Unebenheit etwas besser betont und das wollen wir ja nicht. Deswegen setze ich das separat nochmal hier mit dem Powder Puff und mit dem Puder, mattiere das ab und lasse es einfach etwas mehr in den Hintergrund treten. Und man braucht von solchen Pudern auch echt nicht viel, also ich jedenfalls von diesen rosa Pudern, weil ich das ja nur punktuell auftrage. Und über mein ganzes Gesicht gebe ich hier den Soft Glam Filter von Catrice. Also ich habe in diesem Video ja alles Mögliche an Marken, an Preiskategorien, wie auch immer drin. Also ne, das ist jetzt nicht ein, ich möchte nur Drogerieprodukte oder nur High-End-Produkte verwenden Video. Und ja, das trage ich mir einfach hier mit so einem Puffel auf. Und das hat mich umgehauen, dieses Puder, weil, also ich hätte nie gedacht, dass ich ein Fan von diesen mehrfarbigen Pudern bin. Also ich habe damals das, was war das? High Beauty, dieses Grüne, fand ich echt gut, war glaube ich von Essence, ne? Ist ja die Schwestermarke von Catrice. Und war sehr traurig, dass es wirklich nur eine Limited Edition war. Als sie dann jetzt im Sortiment-Update mit diesem hier rauskam, wo du ja Peachy, Lila, Grün mit drin hast, ne, habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht was werden, könnte aber auch wild aussehen. Aber für mein Gesicht ist es perfekt. Und ja, das ist einfach ein tolles Puder, kann man nicht anders sagen. Und das gleicht auch nochmal so ein bisschen aus, macht aber nicht, dass das Gesicht allzu matt aussieht. Ich find's toll. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht, dass Catrice mit diesem Puder rausgekommen ist. Und das hat mich auch ehrlich gesagt einfach gefreut. Und dann kam Riva Loves Me und hat mit unserem wundervollen Maxim eine Limited Edition auf den Markt gebracht. Ja, auch ein paar LE-Produkte sind hier halt mit drin, ne? Die Galaxy by Maxim Limited Edition. Und da habe ich hier den Skin Enhancer. Den könnte ich jetzt natürlich auch nur als Highlighter auftragen. Aber hier hat Maxim uns gezeigt, dass man dieses Produkt auch im ganzen Gesicht auftragen kann, um dem Ganzen nochmal einen wunderschönen Glow zu verleihen. Und da hat er recht. Also ich habe das jetzt öfters mal gemacht mit Highlightern, die ein bisschen subtiler waren. Und ich muss ihm zustimmen, das ist einfach eine wunderschöne Art, sein Gesicht nochmal auf natürliche Art und Weise etwas mehr zum Strahlen zu bringen. Und mich hat natürlich auch total überrascht, mich hat sehr beeindruckt, dass ich auch auf dieses wundervolle Event eingeladen wurde. Da kann ich euch mal den Vlog im i verlinken, wo Riva Loves Me ja die Kollektion mit Maxim gelauncht hat und dort durfte ich so viele liebe Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Ich habe Danny auch wieder getroffen und Maxim natürlich, klar. Und ja, durfte auch das erste Mal Alina live und in Farbe sehen und Özlem auch. Und Sarah Isabel war auch mit dabei, also das, ne? Und Contra Junkie, die liebe Kati habe ich dort auch das erste Mal live getroffen. Es war einfach sehr bemerkenswert für mich tatsächlich, dieses Event in diesem Jahr erleben zu dürfen und da bin ich einfach super dankbar für. Das nächste, was mich tatsächlich dieses Jahr auch sehr, sehr positiv überrascht hat, ist NAM. Also die sind jetzt ja auch in dem Rossmann eingezogen. Ich habe hier den Bronzer in der Farbe 03C Cold Nude. Ist tatsächlich eher so ein Konturprodukt, aber da ich halt von meinem Teint her so bin, dass es für mich als Bronzer super funktioniert, trage ich den jetzt auch als Bronzer einfach mal auf. Also dort, wo ich normal Bronzer auftrage. Und ihr seht, ne, das ist wirklich eine tolle Formulierung. Da kann so manch eine High-End-Marke nicht gegen anstinken. Also das ist der Wahnsinn, wie schön das einfach funktioniert, lässt sich toll aufbauen und das ist einfach auch die perfekte Farbe. Ich hoffe, dass die Marke auch lange noch bei Rossmann ja erhalten bleibt und man dort dann auch gegebenenfalls sich Nachschub holen kann. Ich habe gesehen, dass man die sonst auch, ich glaube, bei Pink Panda bekommt. Das ist ja ein polnischer Online-Shop, hoch draußen geht ein bisschen die Party ab und genau deswegen, also für mich eine absolut positive Überraschung dieses Jahr, ein ja eine Marke, die mich erstaunt hat, vor allem der Bronzer. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr, wo Benefit mit den neuen Blushes rauskam, da habe ich jetzt hier die Farbe Shelly und ja, den habe ich auch wirklich
lieben gelernt. Ich bin nicht mehr so, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, ich bin nicht mehr so Ultra-Fan von Glowy Blushes. Der hier hat einen leichten Glow mit dabei, ist aber auf seine Art und Weise so subtil vom Glow her, dass es schon wieder richtig gut bei mir funktioniert. Und ich finde, dass es auch eine perfekte Farbe ist. Ich bin super, super hell, also mein Hauttyp ist die Leinwand mehr oder weniger und dementsprechend passt mir auch diese Farbe. Die haben aber auch in sehr vielen verschiedenen Nuancen diese Blushes rausgebracht. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist meine Art und Weise, Blush aufzutragen. Das ist der Wahnsinn. Also mittlerweile trage ich wirklich auch so ein bisschen hier außen am Auge das auf und hier so an der Schläfe. Auch das ist neu für mich und hat mich dieses Jahr so ein bisschen optisch verändert, in dem Sinne, dass ich Blush jetzt einfach anders auftrage, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall witzig und möchte es in diesem Video auch mit erwähnt haben, denn auch Techniken verändern sich natürlich übers Jahr. Ne? Das ist klar, die Industrie geht weiter und die Erkenntnisse gehen weiter und mein Gesicht verändert sich natürlich auch immer mal wieder ein bisschen, sodass man da sagt, okay, vielleicht möchte ich ein bisschen mehr diesen optischen Lifting-Effekt haben. Was ich auch noch sehr, sehr positiv finde, ist, dass die Highlighter-Texturen sich dieses Jahr extrem verändert haben. Also wir haben jetzt sehr feine Highlighter, die fast nur ein Glow from Below geben. Hier habe ich jetzt den Ofra Pure Glow und den gibt's auch bei Purish, glaube ich, immer noch. Ne? Das ist ein Produkt, was du genauso wie den Skin Enhancer von Riva Loves Me übers ganze Gesicht auftragen könntest oder eben punktuell, also so komplett übers Gesicht wäre er mir wahrscheinlich etwas zu viel. Jo. Und Ofra Highlighter sind natürlich bombastisch. Ne? Die sind sehr, sehr intensiv, aber wenn man den halt dosiert aufträgt, hat man diesen wunderschönen Glanz. Ich meine, dass so die erste, die das halt von dieser Art und Weise herausgebracht hat, Hattie war mit ihrem Bronzer von Hatice Schmidt Labs und den finde ich überragend. Also nach wie vor, Hatice Schmidt Labs Highlighter ist noch besser als der hier, aber der hat sich ja halt einfach 2023 in mein Herz gehighlightet. Und auch hier den Highlighter trage ich ähnlich wie den Blush auf, hier auch auf der Schläfe, hier so ein bisschen, ne, und auch schon so ein bisschen ins Auge reingeblendet. Auch ganz interessant, ich trage mittlerweile kein Augenbrauen-Highlight mehr, weil der Highlighter jetzt hier schon so da reingeblendet wird und mehr mache ich da gar nicht mehr. Das ist auch noch so eine kleine Erkenntnis des Jahres. Ja, ein Nabla-Produkt darf definitiv nicht fehlen und da habe ich hier den Brow Divine in der Farbe Venus. Eine wunderschöne Farbe und für mich sehr, sehr gut passend. Auch meine Art, Augenbrauen zu betonen, meine Augenbrauen zu zeichnen, in Anführungsstrichen, hat sich ein Stück weit verändert, weil ich das nicht mehr so intensiv machen möchte, weil ich einfach weiß, ich habe das, was ich habe und da brauche ich jetzt nicht irgendwie 5 Meter mehr nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten zu zeichnen. Ich betone das, was da ist, auf eine relativ natürliche Art und Weise und lasse das auch so, weil ne, das sieht einfach natürlicher aus, das ist mehr so mein Vibe und genau, also damit fühle ich mich einfach wohler. Vielleicht kann man das einfach so auch definieren, weil ich das einfach auch, ich mag das lieber, wenn das dezenter ist und nicht diese großen Insta-Brows, das passt einfach nicht zu meinem Gesicht, weil meine Anatomie das halt auch einfach nicht hergibt, ne? Ich möchte an dieser Stelle übrigens Props an den lieben Tristan aussprechen von Typology, weil wir haben jetzt gerade geschrieben und es ist 7:15 und da hat er mir nochmal gesagt, welches Produkt ich hier mit als Goodie geben darf und da haben wir uns dann für die Körpercreme entschieden. Richtig, richtig cool. Also wie gesagt, wenn ihr über meinen Link bestellt und es geht auch nur über meinen Link, also es gibt keinen Code oder so, ne, dann bekommt ihr ab 45 Euro Bestellwert bei Typology die Körpercreme als Goodie mit dazu. In Sachen Augenbrauenfixierungsprodukte war meiner Meinung nach dieses Jahr dieses Brow Elimination Gel ziemlich angesagt. Da gab es das von Dominique Cosmetics, was ich ja aufgebraucht habe. Aber jetzt aktuell in Anwendung habe ich das von Too Faced Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Das ist dieses hier. Bei diesem hier muss man da ein bisschen aufpassen. Ne? Also ich war erstaunt darüber, dass es noch besser geht als 24 Hours Brow Sitter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Too Faced, ach Quatsch, Benefit hat ja auch ein Brow Wax herausgebracht. Aber das fand ich jetzt nicht so gut wie zum Beispiel das hier von Too Faced oder das von Dominique Cosmetics. Und ich glaube, dass mit dieser Art von Augenbrauenfixierungsprodukt viele von uns auch was anfangen können, weil das tackert zum einen jetzt nicht so ultimativ fest, aber es gibt dennoch diese Fixierung. Und ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Oh wow, Lidschattenpaletten, das ist so schwierig, ne? Aber ich habe mich entschieden und habe gesagt, okay, mich persönlich hat beeindruckt Odin's Eye.
Das ist eine Marke, die dieses Jahr rausgehauen hat bis zum geht nicht mehr. Und hier habe ich jetzt die Snow Dream Palette. Die haben ja auch diese Weihnachtskollektion auf den Markt gebracht. Und ich bin beeindruckt darüber, was für eine Qualität die Lidschatten haben, wie wunderschön das Design ist, zu was für einem Preis. Also vielleicht steht auch diese Palette ein bisschen repräsentativ für Indie-Brand-Marken, wo die liebe Peggy von Morbus Black mich auch echt mit angefixt hat. Und ihr seht, diese Palette ist unberührt, aber die anderen Lidschattenpaletten von Odin's Eye, die ich habe, finde ich einfach überragend. Und deswegen musste diese Marke mit rein und ich wollte dann einfach mal in diesem Video hiermit auch einen Look mit euch zusammenschminken. Starten wir einfach mal mit dem Ton Snowflake. Das ist dieser mintgrün-hell-Basiston, was auch immer. Und den platziere ich mir komplett auf meinem beweglichen Lid und hier auch schon in die Lidfalte. Damit werde ich auch gleich schön ausblenden. Dafür, dass es eigentlich eher ein pastelliger Ton ist, hat er eine richtig gute Pigmentierung, oder? Kann man sich nicht beschweren. Ich setze mir den auch schon mal an den unteren Wimpernkranz, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Zum Abdunkeln nehme ich den Ton, wie heißt du? Ornament. Das ist dieser dunkelgrüne Ton. Den platziere ich mir außen und ziehe mir den auch etwas in die Lidfalte. Und mit den Resten vom Pinsel werde ich hier außen unten auch noch etwas schattieren. Das ging einfach und das sieht einfach so schön aus, ne? Also diese grünen Looks, das ist sowieso voll mein Ding dieses Jahr geworden. Richtig geil. Tja, die Schimmertöne sind so brillant, da kann man sich kaum entscheiden, welchen davon man nehmen will. So vielleicht? Auf jeden Fall trage ich mir jetzt zuallererst den NYX Glitter Glue auf. Das habt ihr so häufig dieses Jahr bei mir gesehen. Das wäre verkehrt, wenn ich euch das jetzt nicht genau so zeigen würde, wie ich das immer gemacht habe. Ich nehme ein Würstchen auf einen flachen Pinsel, auf so einen synthetischen und verteile mir das erstmal auf meinem Augenlid. Und darauf platziere ich mir dann die Töne. Definitiv möchte ich diesen, Tinsel, den hier auftragen. Den setze ich mir vor allem hier außen hin. Ja, die Töne rieseln jetzt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Der Glitterglue hält das auf dem Auge, was auf dem Auge sein soll. Und das ist einfach der Hammer. Die Qualität, Leute, ne? Also, ja, Indie-Brands und Schimmertöne, das ist einfach so eine ganz andere Qualität. Und dann kommt der Ton Mary. Das ist dieser hellgrün Schimmerton. Ebenfalls mit dem Finger aufs Auge. Und den platziere ich mir, ja, fast auf dem kompletten Lid, ne? Und heute sind wir mal etwas mutiger im Augeninnenwinkel, dann nehme ich den Ton Frankincense, das ist dieser hier. Das geht am besten mit dem Finger, aber ich finde, meine Finger sind zu groß, deswegen nehme ich den mit dem Pinsel auf. Ach, das ist so hammermäßig schön und der kommt hier in meinen Innenwinkel und es sieht aus, als würde ich da Schneeflocken, Glitzer, Schimmer mega reinmachen. Ja, mir ist bewusst, dass es sehr, sehr viel ist und sehr, sehr intensiv, aber ich finde den Look, ich finde den super schön weihnachtlich. Also für mich persönlich passt das jetzt auch gerade sehr gut zum heutigen Tag. Als Eyeliner haben mich eigentlich verschiedene Firmen überrascht, weil sie meine Lieblings-Eyeliner quasi rausgebracht haben. Ich liebe Eyeliner, die vorne so eine Pinselspitze dran haben und da hat L'Oreal den Infallible Grip Microfine Brush Eyeliner rausgebracht. Und den bekommt ihr in der Drogerie für einen Zehner ungefähr. Und das hat mir sehr imponiert. Und damit kann man so schön einen Eyeliner ziehen und sein Auge damit halt auch schön vergrößern und alles irgendwie schöner betonen. Ich mag diese Form von Eyeliner einfach richtig, richtig gerne. Und deswegen ist er jetzt auch heute mit im Video. Was mich persönlich übrigens auch sehr erstaunt ist, dass ich es nach wie vielen Jahren, die ich mich schminke und dass ich mir einen Eyeliner ziehe, immer noch nicht hinkriege, dass sie 100% gleichzeitig gerade werden. Nun, trotzdem, mir gefällt es, dass ich den heute so ein bisschen dramatischer gestaltet habe. Vielleicht an dieser Seite noch ein bisschen mehr nachlegen, aber es passt einfach richtig schön zum Look. Als Setting Spray hätte ich mir jetzt am liebsten das von Riva Loves Me aus der Galaxy Collection auch nochmal aufgetragen. Habe ich aber nicht mehr da, weil ich es gerade erst leer gemacht habe. Nun, dann verwende ich ein ähnliches Produkt und zwar von Charlotte Tilbury, das Airbrush Flawless Setting Spray. Das ist dieses hier. Und ja, das lässt halt das Make-up nochmal richtig schön miteinander verschmelzen. Und das schenkt nebenbei auch noch ein bisschen mehr Glow mit dabei und lässt alles noch
juiciger aussehen, noch irgendwie, keine Ahnung, ich mag es einfach noch mehr, ne? Bei der wundervollen Frühlingsrolina habe ich mal diese Wimpernzange gesehen, die hatte sie vorgestellt von Catrice, seitdem benutze ich sie. Also das ist so ein wundervolles Teil, habt ihr auch in so vielen Videos schon von mir gesehen, extrem empfehlenswert. Und damit biege ich mir jetzt meine Wimpern zurecht, ja, genau, so dass sie dann auch schon mal so von sich aus ein bisschen Schwung bekommen. Ich könnte euch jetzt so viele verschiedene Mascaras zeigen, die ich liebe. Nabla Vigis ist klar, Mesauda, Big and Thick Lashes. Ne, das sind so meine Favoriten, das wisst ihr ja auch. Und was dieses Jahr halt echt volle Elle in mein Herz gekommen ist, ist die Max Deck Mascara. Oh mein Gott, ist die großartig. Anfangs fand ich die ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, oje, oje, ob das mit uns beiden funktioniert. Vor allem, weil das Bürstchen extrem martialisch aussieht. Ne, das ist echt hammermäßig. Aber mit dieser Mascara kannst du im Prinzip jedem andere Mascara retten und du kannst sie bis ins Unendliche gefühlt schichten. Und das ist ja genau das, was ich persönlich auch immer liebe. Sehr betonte Wimpern, sehr intensive, ausdrucksstarke Augen und das macht diese Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Der Zauber der Mascara liegt in ihrem Bürstchen, denn diese Bürstchenhärchen sind so angeordnet, dass wenn du halt durch aufgetragene Mascara schon durchgehst, dass sie sich nicht so verhaken, weil die sind ein bisschen weiter auseinander und deswegen hast du dann dieses Ergebnis. Jetzt werde ich ein bisschen leiser, weil hier ist das Mikro. Das ist ein bisschen umgestellt, weil ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen weniger Brummen hier gibt. Und ja, also ich finde, dass diese Mascara sehr, sehr viel Schönes mit meinen Wimpern anstellt und dass es auch ein sehr, sehr tolles Ergebnis gibt. Also so richtig Klimperwimpern, ne? Ich mag das, ich mag diese Mascara auch sehr gerne und kann sie euch deswegen wärmsten Herzens empfehlen. Auch wenn ich jetzt einen eher kühlen Look drauf habe, habe ich Bock auf goldfarbenen Schmuck. Da verwende ich Ohrringe, die ich von meiner Schwägerin geschenkt gekriegt habe. Kann ich euch leider nicht verlinken. Ich habe keine Ahnung, wo sie die her hat. Ich glaube, irgendwo von einem Weihnachtsmarkt oder so. Ich finde sie auch großartig. Und eine Kette aus dem, ich glaube, Lua Maya Adventskalender. Also ihr fragt mich jetzt natürlich auch vermehrt, woher ich den Schmuck habe. Sehr oft aus den ausgepackten Adventskalendern. Für mich erstaunlich ist nicht das Produkt an sich hier, sondern wie lange der einfach schon hält. In der Farbe Red Rush habe ich hier einen Lip Liner von Max Factor. Den habe ich auch bei meiner Weihnachtslippe immer getragen. Und den trage ich auch schon seit Jahr und Tag. Ich finde den wirklich erstaunlich schön. Auch wenn er einen leichten rosa Stich mit dabei hat, finde ich, passt der zu meinem roten Lippenlook immer sehr gut. Erstaunlich ist auch, wie viele Adventskalender dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, oder? Gefühlt jede Firma hat irgendwie mindestens einen Adventskalender rausgebracht. Nun, das ist jetzt die Basis von meiner roten Adventskalender-Auspack-Weihnachtslippe. Denn jetzt kommen wir zu etwas super Spektakulärem. Denn ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich euch irgendwann mal in einem solcher Videos zeige, dass ein Liquid Lipstick mich so positiv überrascht hat. Das ist hier von LH Cosmetics von Linda Hallberg in der Farbe Orange Red. Ein Velvet Couture Liquid Lipstick. Der ist bombastisch. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ein Liquid Lipstick mich mal so glücklich macht. Der dürfte auch schon fast aufgebraucht sein. Das ist echt hammermäßig. Also ja, hatte ich erst im Adventskalender von LH Cosmetics drin und seitdem in Anwendung. Ne? Also der knallt. Aber ich finde den einfach wunderschön. Der hält gut. Ich spüre den null auf den Lippen. Ich kann damit essen, trinken, alles machen. Und das ist ja nun der fertige Look mit den Produkten, die mich dieses Jahr erstaunt haben. Und ich finde es auch erstaunlich, wie gut alles aufeinander abgestimmt ist. Ne? Es passt alles super gut zusammen. Ich fühle mich super wohl, werde auch gleich noch ein paar Videos damit drehen. Und bedanke mich jetzt auch nochmal an dieser Stelle von Herzen bei Typology. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da habe ich euch die ganzen Produkte rein verlinkt. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal, welche Produkte euch dieses Jahr erstaunt haben in die Kommentare. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ansonsten ist die Infobox voll mit Informationen. Und ja, ich wünsche euch allen besinnliche, schöne Weihnachten. Und ich hoffe, dass alles auch nach eurem Wunsch verläuft, dass ihr einfach eine wunderschöne Zeit habt und keiner euch auf den Schlips tritt und ihr einfach die Zeit genießen könnt. Denn dafür ist Weihnachten gedacht, das Fest der Liebe, ne? Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.